Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das ist ja wieder mal typisch, ne? Die ganze Woche bin ich hier rumgerannt auf dem Domplatz. Hier hinter mir seht ihr nochmal, da ist der Dom. Sieht man den? Bestimmt. Da bin ich rumgerannt, da habe ich vorhin, da habe ich letztes Mal die Leaders gemacht. Treppe rauf, Treppe runter, hin und her, da hinten waren auf jeden Fall einige, da war was los. Jetzt stehe ich wieder hier, die ganze Woche war der Platz leer, alles totenstill. Jetzt stehen hier die ganzen Fressbuden, die ganzen Autos, Bäcker, 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 Wurst, 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 also Fleischer, Fleischer, Fleischer. Ein Backfischmobil steht auch noch da. Und jetzt, der letzte Tag, wo wir da sind, bauen die hier einfach ein riesengroßes Zelt auf. Ich möchte nicht wissen, was da schon wieder los ist. Da fährt auch ein Almauto vorbei mit Brezeln und Bier. Jetzt kommt die Sonne raus. Ihr seht, wir stehen hier wieder also auf dem Domplatz und hier hinten dieser eine Stop, ich glaube der bei der Grünfläche, Flower Power Case, da müsste noch ein Rocket Leader sein, da wollen wir jetzt mal hinlaufen. Ne, es ist gar nicht der, es ist der daneben. Hier vorne war auch einer, ich brauche aber noch Cliff und da war kein Cliff. Wir laufen also mal hier rüber zu dem, Severie Kirche. Gucken mal, ob da ein Cliff versteckt ist. Bierchen habe ich mir auch jetzt geholt für den letzten Leader. Mache ich gleich auf. Es gab sogar Uso. Wir laufen also jetzt hier rüber. Wenn ich jetzt links lang laufe, muss ich wieder die Treppe hoch. Ich glaube, ich laufe einfach außen rum. Das ist schlauer. Melden uns dann am Rocket Stop wieder. Gucken mal, ob das Cliff ist. Und wenn, dann machen wir den. Trinken noch ein Bierchen. Und dann muss ich aber zu Maggis, damit ich endlich mal das Video hochladen kann. Jetzt muss ich noch mal dazwischen grätschen. Wir laufen jetzt doch die Treppe hoch. Weil wenn ich außen rum gelaufen wäre, wäre ich irgendwie weggelaufen. Also laufen wir die Treppe hoch. Hier seht ihr noch mal den mächtigen Dom hinter mir. Und hier hängt ein Döner. Nein, das ist gar kein Döner. Ich dachte erst, das ist ein Döner. Das ist aber ein Baumstriezel. Steht auch hier, Baumstriezel am Dom. Gibt es in verschiedenen Sorten auf jeden Fall. Die Tür ist offen, könnt da rein. Können was essen, ist aber nur Süßes dabei. Ich mag ja mal herzhaft und ich habe jetzt eh keine Zeit. Ich muss ja erstmal da hoch den letzten Leader suchen und dann nochmal zurück. Hier seht ihr nochmal alles. Richtig mächtig auf jeden Fall. Wir laufen jetzt hoch, suchen den Leader, melden uns dann zurück. Also alle Wege führen zum Dom, heißt es jetzt. Nicht mehr alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen zum Dom. Das ist ja wieder mal herrlich. Ihr seht, wir stehen jetzt hier bei diesem grünen Zeug. Müsste der Leader sein. Sprich, an diesem Stop hier, Severie Kirche. Wir stehen hier, es ist hier drüben. Und was ist vor mir? Natürlich ein Tor. Das heißt, ich kann hier eigentlich nicht weiter. Hier ist eine Mauer. Da ist ein Tor. Wenn wir hier runterlaufen, ungefähr dort, könnte das sein, an der Ecke, ist auf jeden Fall dann das, der Stop, vielleicht dort bei dem Gebäude, vielleicht wenn ihr hier ein Stück auf die Treppe kommt, da müsste das sein. Ich weiß nicht, warum das zu ist, das da unten ist zu, hier ist es zu, selbst wenn ihr hier rüber lauft, ist es auch zu, da ist noch so ein Pfeiler in der Mitte, ich muss dringend auch aufs Klo. Wir gucken nochmal in die App, manchmal spackt der ja hin und her, der müsste nur ein Stück nach rechts laufen. Dann wären wir am Stop. Sind wir aber nicht. Ich lasse mir was einfallen, melde mich gleich zurück. So, da sind wir wieder. An der Mauer. Wir müssen mal kurz rein und müssen mal kurz beleben. Wie würde Hong jetzt sagen, zum Glück war das Tor offen. Ne? Zum Glück war das Tor offen, sonst hätten wir das 100er nicht gekriegt. Da gab es doch auch mal eine ganz berühmte Szene, wo in dem einen Park ein 100er aufgetaucht ist und alles sind dahin gerannt. Und der Park war aber geschlossen, der hat nämlich Öffnungszeiten. Und dann sind plötzlich alle im Park gewesen. Und dann hat Hong den Scherz auch gebracht. Ah, da gab es so einen Spezialeingang, da war das Tor offen. Zum Glück war das Tor offen, ne? Wir gehen jetzt aber mal hier drauf. Das ist der Cliff. Wir drehen mal. Ich habe nämlich schon nachgeguckt. Setzen den Rocketradar ein. Wollen wir das vorherige Team nehmen? Ich weiß es nicht. Ich stelle euch trotzdem mal hier ab. Hoffe, dass das so passt. So. Alter, das fällt ja gleich runter alles hier. Ich stelle euch einfach mal leicht schräg. Das muss so gehen.
Die Frisur sitzt nicht. Ach komm, ich stelle euch so rum, muss ich mich halt wieder bücken. Wir nehmen einfach das ganz normale Team, was ich immer nehme, und probieren es wieder damit. Regirock, vorne dran, Despota. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Despota, genau, das Godzilla und ein Kyogre. Das nehme ich ja gerne, gegen Giovanni vor allem. Wir nehmen die jetzt mal, um da reinzugehen. Ich glaube aber bei Pinsir war es auf jeden Fall auch richtig gut, wenn ihr natürlich Feuer nehmt. Wir nehmen aber einfach mal das. Der hat auch Glurak, glaube ich, dann dabei gehabt. Ach nee, das war ja der andere. Egal. Vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Ich bin eh gerade nicht mehr Herr meiner Sinne. Wir probieren jetzt einfach Pinsir. Wenn wir Glück haben, können wir zwei Schilde rauslocken. Wenn wir Pech haben, rußt es uns einfach um. Es macht schon seine Attacke. Warum? Ah. Wir sind aber auch gerade gut dabei. Er kann Kraftkoloss. Das heißt, er würde uns sehr effektiv treffen. Den ersten mussten wir abwehren. Ich weiß nicht, soll ich den zweiten durchgehen lassen? Schaffen wir noch einmal Steinkante? Steinkante trifft auf jeden Fall auch hart. Wir müssen jetzt aber Gas geben. Mach deinen Move, bevor er seinen macht. Richtig genial. Das hat gesessen auf jeden Fall. Wir konnten das durchbringen. Das heißt, sein zweites Schild ist weg. Vielleicht schaffen wir es nochmal. Glaube ich aber nicht. Nee, er macht sein. Wir lassen es durch. Wir haben ja schon einmal unser Schild benutzt. Zur Not machen wir es mit Despota. Hauen Despota Steinkante drauf und dann war's das. Was machen wir jetzt? Ich glaube, als nächstes kommt ein Wasserangreifer. Egal, wir nehmen trotzdem mal Despota. Weil wir ja mit Steinkante und so Schaden machen wollen. Wir setzen auch keinen Move ein. Das ging sich aus, dass er keinen einsetzt. Wir unser Schild mitnehmen und gleich einen vollen Move haben auf das. Oh, Stragosso. Beim letzten Mal hat er, glaube ich, Ammonitas gehabt, also Amoroso. Da musste ich dann extra einen Raikou ins Team packen. Aber wir probieren es natürlich jetzt mit der Standardbesetzung, die nicht sehr effektiv ist. Wir laden mal hier auf, gehen aber... Digga, ich wollte gerade wechseln auf das Kyogre. Kyogre ist doch sehr effektiv. Kyogre hat auf jeden Fall auch noch ein Schutzschild. Er hat keins mehr. Wir haben Surfer startbereit. Müssen beim letzten Glück haben. Gut, das ist ein Despota, also pff, das ist gegen Wasser eigentlich schwach. Wir machen einmal Surfer. Wenn es noch da ist, kann man, glaube ich, das nächste Mal Surfer hinterher machen. Und dann ist Kyogre auch down. Ach, dann ist Despota auch down. Kyogre bin doch ich. Ist also eigentlich auch eine leichte Sache gewesen, auch mit dem Standardteam, was wir immer nehmen. Wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht, wieso so viele Leute so viele Probleme haben und immer fragen, was nimmt man da, was nimmt man da, was nimmt man da. Ich nehme eigentlich immer dasselbe und schaff's jedes Mal. Gut, die Sachen, die jetzt nicht drin waren, habe ich es einmal verkackt. Da hat er aber auch andere Pokémon gehabt, wie gesagt. Selbst wenn ihr bei einem Cliff scheitert, sucht euch einen anderen Cliff. Vielleicht ist der dann auch einfach viel leichter. Ihr müsst ja nicht diesen einen besiegen. Kommt halt immer auf die Pokémon-Auswahl an und welche Attacken die auch haben. Manchmal locken die euch die Schilder schon eher raus, manchmal gar nicht. Wir haben jetzt hier also noch einen Pinsir. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann nehme ich euch aber wieder auf die Hand. So, wir wedeln mal mit dem Ball. Zack, daneben. Super. Nochmal daneben. Ich glaube, gleich ist es weg. Wir müssen dann wieder zum Spezialausgang hier raus. Wir wollen ja hier nicht übernachten. Und dann muss ich immer noch ins Internetcafé, also zu McDonald's, muss mein Video hochladen. Pupsi hat in der Stunde schon Schluss. Das wird ein bisschen knapp. Das schaffe ich bestimmt nicht. So, wir hätten es nochmal bewerten können, wie viel das jetzt hat. So, das Flecknoil muss ich auch noch entwickeln. Das wollte ich dann aber beim Giovanni machen. IV war jetzt auch nicht so berauschend. Wir drücken hier nochmal. Wir gehen mal kurz an den Rucksack, holen noch was, sind gleich zurück. So, da haben wir es jetzt also. Das gute Schlunzbräu wollten wir doch zum Abschluss noch trinken mit dem roten Deckel. Rote Deckel sehen immer gut aus. Ich muss jetzt aber sehen, dass ich hier rauskomme. Das machen wir mal auf. Habe leider nichts anderes da gehabt. Darauf erstmal ein Prost. Als nächstes gibt es dann Giovanni. Morgen am Donnerstag fahren wir zurück. Werde ich mal gucken, dass wir vorher noch mal in die Stadt gehen. Ich Giovanni noch irgendwo treffe. Giovanni noch mitnehmen. Jetzt erstmal ein Bierchen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und das gute Schlunzbräu aus Erfurt.
Deckel steckt mal ein. Wollen ja nicht die Umwelt verschmutzen. Kennt ihr Schlunzbräu? Schreibt es mal in die Kommentare.